Wir leben im Jahr 2022 in einer Welt, wo nach der Aufklärung vieles erklärbar geworden ist. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren extreme Entwicklungen und Entdeckungen gemacht und für viele Sachen, die für lange Zeit irgendwie unfassbar gewesen sind, nicht einordnbar gewesen sind, gibt es heute logische, nachvollziehbare Erklärungen. Und man könnte meinen, dass die aufgeklärte Welt im 21. Jahrhundert ist, eine Welt ist, wo Übersinnlichkeit zunehmend auf die Seite geschoben wird. Jetzt hat das Bundesamt für Statistik im Jahr 2019 eine repräsentative Umfrage gemacht unter den Schweizerinnen und Schweizern und hat sie befragt zum Thema Glauben und Religion. Und eine Auswertung aus dieser Umfrage zeigt, dass nach wie vor traditionell 40% der Leute an einen Gott glauben. Ich würde mal behaupten, das sind wahrscheinlich die Schweizerinnen und Schweizer, die christlich aufgewachsen sind und in dieser christlichen Tradition daheim sind. Weitere 25% glauben an irgendein höheres Wesen. Wahrscheinlich haben die auch so Leute ja im Umfeld. Wenn ihr sie fragt, würden sie vielleicht nicht sagen, ich glaube an einen Gott, aber irgendetwas, was da ist. Ich kann es nicht so genau erklären. Vielleicht sagen sie Schicksal, vielleicht sagen sie eine höhere Macht, vielleicht sagen sie, irgendetwas gibt es, was hinter dem steht, was wir hier auf unserer Welt sehen und erfahren können. Und dann haben wir dort noch einen weiteren Spickel von Leuten, einen kleinen 2%, wahrscheinlich Leute, die aus fremden Ländern hergekommen sind, die an mehrere Götter glauben. Also im Jahr 2022 gibt es nach wie vor eine grosse Mehrheit an Menschen, die irgendwo daran glaubt, dass es mehr gibt, als das, was man sieht, mehr gibt, als das, was man erfährt, mehr gibt, als das, was man so erklären kann mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit unserer Serie «Unfassbar», mit dem Wortspiel, möchten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Unfassbar darum, weil es nicht so richtig greifbar ist. Die Sache mit dieser unsichtbaren Welt, mit dieser höheren Macht, mit dem Übersinnlichen, das ist etwas, das kann man nicht so richtig anlangen. Das ist ein bisschen individuell, ein bisschen subjektiv. Und es hängt viel mit dem zu tun, was für Vorstellungen, was für eine Prägung, dass man vielleicht auch als Mensch mitbekommt. Unfassbar, aber auch darum, weil unfassbar in unserem Sprachgebrauch ja auch beschreiben kann, etwas, was irgendwie faszinierend ist. Etwas, was irgendwie so ein Kribbeln auslöst in uns drin, was spannend ist, was neuartig ist. Und wir hoffen, mit dieser Serie ein bisschen etwas von dem Unfassbaren mit können reinzunehmen in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Also die grosse Frage, was hat das mit mir, mit meinem Leben im Jahr 2022 zu tun? Wenn wir in die Bibel eintauchen, dann müssen wir nur ein paar Worte weit lesen und wir kommen schon an dieser Tatsache vorbei, dass für die Leute, die zur Zeit der Bibel gelebt haben, für die Leute, die die Bibel geschrieben haben, sonnenklar gewesen ist, dass es mehr gibt als nur das, was wir anlangen und sehen können. Schon bei dem Schöpfungsbericht wird davon berichtet, dass der Gott eben den Himmel und die Erde gemacht hat. Also wir haben oben dran den Himmel, dass ich da die richtige Farbe nehme. Und die Welt im Himmel, die besteht aus verschiedenen Sachen. Man könnte sagen, die Sonne und der Mond und ein paar viele Sterne, die da drum herum sind. Und für die Leute der Antike war die Sonne klar gewesen. Es war ihrem Bezug zu dieser übernatürlich übersinnlichen Welt, dass sie gesagt haben, der Himmel repräsentiert die spirituell-geistliche Realität, die sie fest daran geglaubt haben. Und so ist es manchmal noch recht schwierig, die Grenzen wahrzunehmen. Eben was von dem ist jetzt wirklich vorgestellt, das sind so Wesen, die dort sind, auch in diesen Sternbildern drin, die man dann entwickelt hat und so weiter. Die Sonne und der Mond, die irgendwie so einen göttlichen Charakter haben. Und was ist mehr Analogie und Symbol? Und auch in der Bibel drin, es verschmilzt so ein bisschen. Es wird über Sachen geredet, dass man irgendwie spürt, es steckt mehr dahinter als einfach eine Erklärung für die Himmelserscheinungen. Und trotzdem stehen sie bildlich, symbolisch, auch so ein bisschen fassbar für das faszinierende, schimmernde, glänzige, andersartige von dieser übersinnlichen Realität. Und dann gibt es logischerweise, sehen wir auch im Schöpfungsbericht, die Erde mit den Menschen, die auf ihr leben. Zuerst Adam und Eva und dann immer und immer mehr. Und die Lebensrealität, die Gott drin in der Welt, die sich die Menschen Gott drin in vorgestellt haben, das war eben Beschreibung von dem Himmel, mit einem grossen Thron häufig, was da gehabt, wo dann der Herrscher draufgehockt ist, der Gott, den man irgendwie nicht hat können beschreiben, weil er so einzigartig war in seiner Art und Weise.
Jetzt können wir ja meinen, dass die Themen eben mit der Aufklärung in den Hintergrund gerückt sind. Aber gerade letzte Woche habe ich einen Bericht gelesen, dass die Astrologie am Boomen ist. Also noch heute haben die Leute irgendwie einen Draht zu dem. Noch heute bildet die Himmelserscheinungen irgendwie so eine Brücke in die unsichtbare Welt, die irgendwie nicht richtig fassbar, erfassbar ist, die aber eine Faszination auf unser Leben auslöst. Die beiden Welten, die existieren parallel nebeneinander, zur gleichen Zeit. Sie haben aber auch einen Bereich, wo sie sich überlappen würden. Also die himmlische Realität und die irdische Realität, die treffen sich immer wieder in so einer Schnittmenge drin. Also es gibt Momente in der Geschichte, wo man in der Bibel sieht, dass es überlappende Bereiche gibt. Ein bisschen später noch ein bisschen mehr dazu. Oft wird die himmlische Realität in der Bibel mit einer symbolträchtig blumigen Sprache beschrieben. Also es sind Bilder, die bedient werden. Die Menschen, die das gesehen und erfahren und erlebt haben, versuchen uns anhand von irdischem, bildlichem oder jetzt da zum Beispiel Sonne und Mond oder Sterne oder Tier oder anderen Eigenschaften zu beschreiben, was sie gesehen haben. Möglicherweise beschreiben sie so, wie sie es gesehen haben, bildlich, weil es so wirklich so ausgesehen hat. Aber vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass die bildliche Sprache auch dazu dient, Sachen, die man irgendwie sonst nicht erklären kann, weil sie einzigartig sind und keinen Vergleich haben auf dieser Welt, irgendwie versuchen zu erfassen, so gut, dass das geht. Aber wie dem Bild, das auf dem Serienslide drauf ist, bleibt am Schluss ein bisschen ganz genau beschreiben, kann man es dann eben gleich nicht. Was man auch gemerkt hat, ist, dass wenn ich euch ein paar Begriffe sage, zum Beispiel Engel, dann kommt ja gerade ein Bild, das weiss jeder. Vielleicht ist das das leicht wohlgeformte Baby-Teil, das da mit Flügeln und vielleicht noch einem Heiligenschein irgendwo Harfe spielend auf einer Wolke am Umliegen ist. Oder wenn ich euch vom Teufel sage, dann habt ihr vielleicht das Bild von dem gehörnten Viech mit dem Schwanz, mit dem Dreizack in der Hand und ihr schmückt in eurer Nase drin vielleicht so einen schwefligen Geruch nach faulen Eiern oder was auch immer, so wie es dann halt ist. Die Vorstellungen, die Bilder, die zum Teil nicht einmal in der Bibel sind, sondern aus der Tradition aus dann entwickelt worden sind, die brennen sich ein. Und die sind mega hilfreich, weil sie etwas, das nicht so gut beschrieben kann werden, fassbar versucht zu machen. Und gleichzeitig sind sie auch schwierig, weil die Vorstellungen sind ja nicht das Eigentliche. Sie sind Versuche, etwas zu beschreiben. Und manchmal engt das unsere Sicht ein und manchmal treibt uns das zu Schlussfolgerungen, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen. Vielleicht sind Engel ja gar nicht das, was wir so im Bild haben. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, ob man Zugang findet zu diesen Themen oder nicht. Dass das alles häufig so ein bisschen spooky, übersinnlich, komisch, schräg ist, hängt oft auch damit zusammen, dass gewisse Vorstellungen oder die Art und Weise, wie man dem begegnet, halt prägt ist von dieser Atmosphäre. Vielleicht ist es gar nicht so. Ich würde sogar sagen, zur Zeit der Bibel ist es noch nie so gewesen oder nicht so gewesen, wie wir es heute oft sehen. Und an den kommenden drei Teilen, also heute und in den kommenden zwei Sündigen, versuchen wir ein bisschen einzutauchen in die Realität und so auf einzelne Bereiche von dieser unsichtbaren Welt einen Fokus zu legen. Heute starten wir im Himmel und werfen einen Blick in die himmlische Realität, die es die Bibel immer mal wieder gibt. Nicht sehr detailliert, nicht sehr genau, aber gleich wir sehen. Und wir starten mit einem Psalm, der eben da auch poetisch etwas beschreibt. Psalm 89, 6 bis 7 heißt es: In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Ein spannender Begriff. Himmlische Ratsversammlung. An anderen Ort heisst es auch Versammlung der Gottessöhne. In einem anderen Psalm heisst es sogar, und das ist für uns manchmal ein bisschen schwierig, wo ja an einen Gott glauben als Christen, dass der Gott unter dieser Götterversammlung gestanden sei. Oder die, die vielleicht sich ein bisschen die Bibel auskennen und die Geschichte vom Hiob kennen, eine bisschen komische Geschichte, erinnert sich gerade sofort an die Anfangsszene, wo Gott dort steht, inmitten von geistlichen Wesen, und dann der Satan, der Ankläger, kommt und sie darüber debattieren, was man jetzt mit Menschen machen sollte, die einen guten Lebenswandel haben. Also neben Gott gibt es weitere solche geistliche Wesen, die mit ihm zusammen in so einer Art
geistlichem Rat, geistlichem Ratsversammlung dort zusammen sind. So ganz genau beschrieben werden sie uns nicht, aber es sind geistliche Wesen, die da mit existieren, die da mit drin sind. Und offensichtlich bezieht Gott die Wesen in seinen Entscheidungsprozess ein. Etwa die Mal lesen wir dann in der Bibel, wenn er sie fragt, was sollen wir jetzt da machen? Es wird immer klar, Gott ist der Chef. Gott ist der, der schlussendlich entscheidet. Gott ist der, der schlussendlich der ist, der über allem seine Hand hat. Also er steht wie über allem anderen. Und trotzdem gibt es da wie so eine himmlische Familie, diese Gottessöhne oder himmlische Gemeinschaft von Wesen. Die einen sagen das so ein bisschen das Mitarbeiterteam von Gott, oder, wo dort ist um ihn herum, wo mit ihm zusammen die Welt und Sachen gestaltet, Entscheidungen trifft, manchmal den Auftrag hat, etwas auszuführen im Sinn und anstatt von Gott. Wenn wir das so anschauen, dann tönt das mega ähnlich wie die Idee, die Gott mit den Menschen hat. Wenn Gott oder die Bibel davon berichtet, wie die Zukunft wird sein, wenn der neue Himmel und die neue Erde wird Realität sein, dann wenn wir in die Ewigkeit übergehen, also dann, wenn eigentlich die Zeit auf dieser Erde ihr Ende findet, dann beschreibt sie auch vom Unterwegssein von den Menschen und von Gott sehr ähnlich. Auch in der Offenbarung in sehr ähnliche Bilder, dass Menschen von Gott den Auftrag bekommen haben, mit ihm zusammen zu gestalten, zu entscheiden, etwas zu machen. Also es gibt eine himmlische Realität mit einer Familie von Gott und eine irdische Realität mit einer Familie von Gott. Und Gott bezieht sie ein. Nicht, weil er das müsste, nicht, weil er es alleine nicht könnte, sondern weil er will. Warum? Ich weiß es nicht so genau. Offensichtlich liebt Gott die Gemeinschaft, dass sie mit diesen Wesen, die er geschaffen hat, im Himmel und auf der Erde und alles miteinander da zumindest drin. Es gibt, wie ich gesagt habe, so eine Zone, so einen Bereich. Da zumindest drin, irgendwo in diesem Bereich, wo die beiden Realitäten und Welten aufeinandertreffen. Es gibt Momente in der Bibel und in der Geschichte der Kirche, wo Menschen davon berichten, dass die geistliche Welt und die irdische Welt sich begegnen. Das Bekannteste sind wahrscheinlich Engelsbegegnungen. Und jetzt haben wir ja erst gerade Weihnachten gehabt, vor ein paar Monaten. Die berühmte Geschichte von der Maria, wo der Engel zu ihr kommt und ihr sagt, dass sie schwanger werden wird. Oder vielleicht die Geschichte vom Jakob, wo so eine lustige Leiter sieht, wo die Engel auf und ab gehen zwischen Himmel und Erde, wo er da war. Oder von einem Daniel, der berichtet davon, dass er so ein Wesen hatte, so wie ein Traum, eine Vision hatte. Und das Engelwesen war so wie ein Mensch und er hat ihm dann Sachen erklärt von dieser geistlichen Realität, die er noch nicht kennt oder gewusst hat. Also es gibt die Berührungspunkte. Dann gibt es auch Menschen, die so einen Blick haben in die geistliche Welt und das ist oft ein bisschen komisch gewesen. Das heisst, in der Bibel von diesen Cherubim nennen die. Cherubim, das sind die Wesen, die beim Thron von Gott ganz nahe sind. Man könnte sagen, so himmlische Bodyguards, die werden mit so mächtige Flügel mit komischen Tiergesicht und so beschrieben. Manchmal mit so Rädern, wo irgendwie alle Richtungen sich drehen. Also ein bisschen spooky, ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich so in seiner Art speziell, dass man es kaum können, so ein bisschen fassen in Wort, wie man das jetzt sollte beschreiben und mit Sachen vergleichen, die wir kennen. Also es gibt so die Begegnungen von diesen Wesen und dann, vor allem wenn wir in der Bibel lesen, gibt es noch eine andere Art von Verbindung zwischen diesen beiden Welten. Es gibt noch eine andere Art von Verbindung, vor allem meistens im Alten Testament, wenn es um die Könige gegangen ist, die geherrscht haben, die Verantwortung getragen haben. Der Pharao, Könige aus den Völkern, die um Israel herum waren, wenn sie etwas gemacht haben, vor allem etwas gemacht haben, was schlecht oder was böse war, dann scheint es manchmal, als ob es hinter dieser Realität von dem Menschen wie eine geistliche Realität noch gehabt. Götter werden sie oft genannt oder Geisteswesen, die da sind, die irgendwie einen Einfluss haben auf die Entscheidungen von diesen Menschen, Einfluss haben auf ihr Verhalten, auf ihre Ziele, die sie haben, auf ihre Absichten und Motive. Und das ist in dem Bereich, wo es schwierig wird, das Unfassbare fassbar zu machen. Also offensichtlich steckt hinter dem, was wir Menschen erleben können, irgendwie nur mal eine Dimension, wo man zwar nicht sehen kann, aber wo man erfahren kann. Und die Bibel beschreibt, dass die Könige, die Völker, die fremde Götter angebetet haben,
die Eigenschaften, die die Götter hatten, wie übernommen haben. Wie das hat der Gott hat wie abgefärbt auf sie. Von der Gewalt, von der Macht, von der Fruchtbarkeit, vom Wohlstand. Es sind wie Ideologien, Ideal gewesen, die sie verherrlicht haben, die sie angebetet haben. Im Wunsch ihnen, dass etwas ihnen geschenkt wird, dass sie irgendwo wachsen können im Status, im Ansehen, im Wohlbefinden, im Einfluss, den sie hatten. Und je mehr, dass sie sich mit diesen Göttern beschäftigt haben, desto stärker hat das Wesen angefangen abfärben und desto mehr sind ihre Entscheidungen prägt von Missgunst, von Bosheit, von Eigensucht, von Gewalt, Rücksichtslosigkeit, Zerstörung und Tod. Man kann es nicht greifen, man kann es nicht fassen. Und die Verbindung kann man nicht so genau erklären, wie funktioniert sie wirklich. Aber es war eine Realität, die sowohl die Autoren vom Alten Testament wie vom Neuen Testament zu 100% überzeugt sind. Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus in dem Brief an die Epheser, wo er das beschreibt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wenn wir Auseinandersetzungen haben, wenn es schwierig wird, wenn wir angefindet werden, wenn etwas Böses uns entgegenkommt, sondern gegen Macht und Gewalten von der unsichtbaren Welt. Für sie war klar, irgendwie verwoben miteinander, irgendwo verbunden miteinander, existieren zwei Welten. Und das Böse in dieser geistlichen Realität nimmt Einfluss auf das in der irdischen Realität. Und hinter dem steckt oft ein Ziel. Und so sind Menschen, Könige oder Menschen mit Einfluss, die Schlechtes machen, die Böses machen, die zerstörerisch handeln, die eigensüchtig handeln. Wieso Repräsentanten und Botschafter, die auf der Erde den Einfluss von dem Bösen ausbreiten, oder? Wie überall, wo sie ankommen und Handlungen machen und Taten machen und Motive haben, die schlecht sind, geben sie dem mehr Platz und mehr Raum und es hat Platz, sich auszubreiten. Und es wirkt manchmal so, als ob das ganze Nationen, ganze Länder, ganze Kontinente durchdringen könnte. Das Schlechte an das Böse. Und es gibt so eine Abwärtsspirale. Und aus Hass wird noch mehr Hass und aus Frust wird noch mehr Frust. Und aus Zerstörung wird noch mehr Zerstörung und es geht hin und her. Und der Einfluss und die Dimension von dem Schwierigen breitet sich aus. Wir werden uns an den kommenden Sonntag noch spezifischer mit der Art, dem Wesen und der Wirkungsweise vom Satan, vom Bösen und von den Engeln auseinandersetzen. Darum verweise ich gerne auf das. Da jetzt mal nur so einen kurzen Einblick. Und zum Schluss von dieser Predigt die grosse Frage, was heisst das jetzt für uns in unserem Leben drin? Die Bibel berichtet eher zurückhaltend über die Dimension vom Geistlichen, weil sie eben nicht so fassbar ist mit dem, was wir kennen, mit dem, was wir verstehen können. Aber sie zeigt, dass sie real ist für die Leute und sie zeigt, dass sie einen Einfluss hat. Und ein Zitat vom bekannten Autor C.S. Lewis beschreibt, unsere Spannung im Umgang mit dem Übersinnlich-Übernatürlichen sehr, sehr treffend. Er schreibt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, oder wir können sagen, die spirituellen Wesen, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel oder eben die Wesen selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Das ist aus dem Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir schnell, dass wir sehr gut daran tun, auch als Mensch in einer aufgeklärten Welt im 21. Jahrhundert, wo vieles hat können erklären, auch die Himmelsphänomene, die in der Antike noch nicht erklärbar waren. Trotzdem, dieser Tatsache ins Auge zu schauen, dass es da eine Realität gibt, die man irgendwie nicht so ganz fassen kann. Und dass wir uns immer wieder so einen Moment nehmen, wo wir uns parat machen, dass wir irgendwo in einer gesunden, guten Art und Weise das auch anerkennen und akzeptieren. Ohne in Hysterie zu verfallen. Ohne irgendwie jetzt ein riesen Brimborium drum zu machen. Aber auch nicht einfach ausblenden. Und es gibt eine lustige Geschichte im Alten Testament, die das illustriert. Es ist eine Kriegsszene, wo der israelitische Prophet Elisa miterlebt, wie er das Volk angegriffen wird von Syrien, vom syrischen Heer. Und sie kommen dann da wirklich mit
ganzer Macht und Stärke und greifen dann eigentlich den armen Prophet an. Und der Diener von dem Prophet ist am Morgen früh aufgestanden, hat wahrscheinlich Sachen zu erledigen gehabt. Und wenn es ihm ähnlich geht wie mir am Morgen früh, dann geht es an diesem Moment, bis er ein bisschen bei Sinnen ist, wie man so schön sagt, oder? So ein bisschen die Realität, dass jetzt wirklich ein neuer Tag ist und es wirklich losgeht, so einsinkt, oder? Und ich nehme mal an, er ist so halb verschlafen, dort rausgestanden, aus dem Zelt, wo er übernachtet hat. Und dann hat ihn wirklich den Schock getroffen. Das Herz ist ihm in die Hose gefallen, vielleicht auch noch etwas anderes. Und er hat wirklich gesehen vor sich die Heeresmacht, die dort gestanden ist. Und dachte, nein, das ist unmöglich. Und dann kommt so der Prophet Elisa, gechillt hinten raus. Und es ist so eine lustige Szene, weil vorne ist da der Knecht, der Diener, der Angestellte, und der ist wirklich im Seich. Und nebendran ist da der Elisa, und der ist völlig relaxed. Und dann spricht er ein Gebet. Dann betete er, also der Prophet Elisa, bitte Herr, öffne ihm, dem Diener, die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Für den Diener von Elisa ist das Bewusstsein von dieser übersinnlichen, übernatürlichen Realität entscheidend gewesen für seine Befindlichkeit, für seine Entscheidungen, die er trifft in dem Moment, für das, was sie machen. Es hat etwas in seinem Alltag verändert. Oder das ist jetzt ein bisschen Hokuspokus, das ist nicht Selbstbeweihräucherung, das ist nicht so, ach, jetzt haben wir auch noch etwas Spannendes, wo man sich mit Wesen und Sachen kann auseinandersetzen kann, die ein bisschen spooky und komisch sind und noch ein bisschen lustige Rituale machen kann. Nein, es hat für seinen Alltag, für seine Realität, für die unmittelbare Situation, in der er drin war, einen konkreten Unterschied gemacht. Und ich habe mir überlegt, wenn wir heute im 21. Jahrhundert auf Krisen und Konflikte schauen, wie zum Beispiel in der Ukraine, wo ein schrecklicher Krieg ist, oder an anderen Orten auf dieser Welt, wo Schwieriges, Schlimmes, Zerstörerisches, Schlechtes, Kaputtmachendes, Todbringendes herrscht und sich ausbreitet, würde es uns vielleicht auch einen Unterschied machen in unserem Leben. Wenn wir einen Schritt wieder zurück machen und uns die Augen würden öffnen lassen und sagen, hinter dieser Realität steckt noch mehr. Wie genau, ich kann es euch nicht erklären. Ich glaube nicht, dass Menschen so Marionetten sind und hinten dran sind Geister und sie spielen mit ihnen. Aber offensichtlich gibt es Prinzipien, dass der Einfluss von Zerstörung, von Gewalt, von Macht, von Eigensucht, von was auch immer das da dahinter steckt, sich ausbreitet. Und dass es unrationale Situationen gibt, dass man am Schluss sich gegenseitig mit Atombomben droht. Was so völlig dumm ist. Weil es zerstört ja alles. Und was ist denn die Reaktion? Nur noch mehr Gewalt. Aber wir, im 21. Jahrhundert, in unserer aufgeklärten Welt, schaffen es nicht, einen Schritt darüber zu machen und zu sagen, vielleicht steckt hinter dem mehr. Wie? Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube daran, wie die Bibel uns berichtet, dass es eine weitere Dimension und Realität gibt, die Einfluss nimmt auf das. Oder vielleicht Menschen, die dir entgegenkommen, die Negatives versuchen, dich zusammenstauchen, dich beleidigen, dich enttäuschen und so weiter, wenn du wirst sehen, dass hinter dem noch mehr steckt. Ich habe gemerkt, in meinem Leben, es gibt mir ähnlich wie bei Elisa eine gewisse Distanz, um ein bisschen relaxter mit diesen Sachen umzugehen. Zum bevor man gerade aus dem Affekt heraus handelt und gerade voreilige Schlüsse zieht, mal schnell eine Bremse zu reissen und zu sagen, vielleicht steckt da mehr dahinter. Und vielleicht ist meine Reaktion jetzt nicht das Ziel, die unmittelbare Situation jetzt da gerade müssen zu lösen und dem ins Gesicht zu zeigen, was für ein Arschloch das ist und dass er sich verpissen soll. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber vielleicht geht es ihm manchmal auch so. Ihr wisst nicht, was ich amis für Wörter brauche, wenn ich hässig bin. Man kann alles natürlich erklären. Logisch passiert etwas in uns drin. Aber es zeigt doch, dass manchmal, wenn wir nicht da einen Stopp reissen, der Einfluss von dem bösen, zerstörerischen, gewaltbringenden, trennenden, negativen mich auch befällt und meine natürliche Reaktion wäre gerade so zurückzuschlagen. Und die Realität, das Bewusstsein davon, dass da mehr passiert, dass da mehr dahinter steckt, die kann uns helfen, uns im Alltag anders mit Situationen umzugehen, die drohen, uns mit reinzuziehen, so einen Strudel von der Zerstörung. Und vielleicht beschreibt darum Jesus seine Prinzipien, das, was er möchte auslösen,
auch als so ein Königreich, als so eine Herrschaft. Wie solche Königreiche, die auch Prinzipien haben, die auch Ideal, Motiv und Wertvorstellungen von dem göttlichen Wesen sich verordnen, abfärben auf das Menschliche und die auch den Einflussbereich versuchen zu erweitern. Als das Königreich von Gott, das Königreich von Jesus, wo wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen, wenn wir ihm nacheifern, wenn wir ihn zum Vorbild haben, auch das fängt an abfärben auf uns. Und wenn wir so mit Menschen in Kontakt kommen, so wie das Böse uns will angumpen und ihnen nehmen, das Gute auch andere Menschen kann erreichen, andere Menschen kann abholen. Vielleicht sind wir drum Botschafter von dem Königreich von Gott. Nicht in einer, wie soll ich sagen, erklärenden theologischen Art und Weise, sondern in einer spirituelle Art und Weise, wisst ihr, wie ich meine? Wo der Einfluss von dem Guten, vom Lebensspendenden, vom Versöhnenden, vom Friedenbringenden, vom Freudbringenden, vom Heilenden anfängt auszubreiten in unserem Umfeld da drin. Wir sagen dem auch, dass wir Bewohner von dieser Stadt auf dem Berg sind, wo wir dem Lied vor der Predigt gesungen haben. Für uns bedeutet das das. Wir sind dem Gott begegnet, sein Wesen fängt an abfärben auf uns und wir können uns immer wieder neu entscheiden, in so Situationen vom Alltag hinein, dem guten Platz zu geben und darauf vertrauen, dass hinter uns, dass wir multipliziert wird in einer geistlichen Dimension und anfängt, den Einflussbereich von dem Königreich von Gott zu erweitern. Zum Schluss zwei Gedanken noch. Das erste ist, damit wir das können, in so einer relaxten Art und Weise dort hineinkommen, brauchen wir etwas. Eine Gewissheit in unserem Herz drin, dass es nicht einen Krieg gibt, wo wir irgendwie gewinnen müssen. Weil wenn wir dauernd in dieser Konfrontation zwischen Gut und Böse mit drin stehen, dann ist alles, was wir tun, entweder eine Hilfe fürs Böse oder eine Hilfe fürs Gute und es hängt sehr viel an uns. Im Römerbrief schreibt eben der Apostel Paulus, den ich vorher schon gesagt habe, etwas über die Gewissheit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, etwas, das geschaffen worden ist, von dem Gott, der über allem anderen steht, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Die Gewissheit gibt uns die Relaxedheit, dass der Sieg schon klar ist, dass es nicht an uns hängt, sondern an dem, was Jesus schon gemacht hat, ist schon vorbei. Und wir dürfen jetzt als Botschafter, als Kundschafter von dem Gott rausgehen, und seinen Einflussbereich erweitern. Und das Letzte, das Zweite, ist ein Ruf zum Gebet. Der Apostel Paulus schreibt in dem Epheserbrief an die Gemeinde, die Kirche in Ephesus, über das Thema. Und er endet den Abschnitt über den Umgang mit diesen geistlichen Wesen mit dem Ruf zum Gebet. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Für mich ist das Gebet so eine Art Brücke von unserer Realität in die himmlische Realität. So ein Moment, wo wir in unserem Leben den Pausenknopf drücken und sagen, hey, es gibt noch mehr. Darum bleibt wachsam, bleibt bereit. Hört nicht auf mit dem. Im Gebet hinein können wir den Gott in unser Zentrum stellen. Seine Eigenschaften, sein Wesen, seine Ziele und Motive. Und sie können abfärben auf unser Leben. In dem Gebet hinein können wir das, was uns belastet und beschäftigt, das, was die natürliche Reaktion wäre, bei Gott abliegen und ihn bitten, dass er uns hilft. Es kann unsere Sicht auf die Realität justieren, weil allein können wir das nicht. Das heisst da, geleitet vom Heiligen Geist. Geleitet von Gott selber, der uns hilft, das immer wieder neu zu machen. Vielleicht jeden Tag. Vielleicht ab und zu mal in unserem Leben zu sagen, hey, hinter dem steckt es. Und ich glaube, unsere Sicht aufs Weltgeschehen, unsere Sicht auf Begegnungen mit Menschen fängt sich an zu verändern, wenn wir das im Blick haben. Ich bete zum Schluss. Du guter Gott, es ist manchmal so spannend und so schwierig zugleich, sich mit diesen Teilen von der Bibel zu beschäftigen, die man irgendwie nicht so greifen und nicht so fassen kann. Manchmal ist es schwierig, von dem zu reden. Manchmal ist es schwierig, sich das vorzustellen. Und du siehst, wie unsere natürliche Reaktion wäre, dann lieber die Finger davon zu lassen, dass man sich nicht verbrennt. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, ich wünsche mir für mich persönlich, für jedes, was da ist, dass du uns hilfst, einen guten Umgang mit dem zu finden.
dass du uns hilfst, uns befreist von der Ignoranz, die einfach die Augen zumacht. Weil es schön gemütlich und bequem und einfach ist. Und gleichzeitig aber auch, dass du uns bewahrst davon, vor dem Übereifer und vor der Überbetonung und vom Verfallen in Angst. Ich wünsche mir, dass du uns vor allem hilfst im Umgang mit anderen Menschen, so wie die Autoren der Bibel, so wie die Leute, die hier gelebt haben, einen Blick zu haben in deine Realität, die uns hilft, anders umzugehen mit Situationen. Und ich bitte für die Menschen unter uns, die schwierige Erfahrungen gemacht haben in diesem Thema. Was sagen ihr alle? Habt ihr keine Ahnung, wenn ihr wisst, was ich schon erlebt habe. Es ist so etwas von real. Dass du, Jesus, dich als Retter und Bewahrer und Erlöser zeigst in diesen Situationen drin. Die Leute, die sich vielleicht die Finger verbrannt haben, weil sie zu tief drin getaucht sind. Das Gefühl haben, ich bringe es fast nicht mehr los. Dass du zeigst, was in dem Bibelvers steht, dass es nichts gibt, wo ist, egal ob auf dieser irdischen oder in dieser himmlischen Welt, wo stärker ist als du und wo es von dir trennen kann. Und so sagen wir es über ihnen, damit es alle hören, auch die himmlischen Wesen, die übernatürlichen Wesen. Die Menschen gehören zu dir und sie stehen unter deinem Schutz und unter deinem Einfluss und nichts anderes. Amen.